Drei Jungfeuerwehr, drei war es gut. Gut, gut, So geht Gemeinschaft. Ein kleines Dorf mit einem ganz großen Herzen. Es liegt am Deister in Niedersachsen und ist im Wortsinn einmalig. Wir sind hier heute, Jarit und ich, in Lüdersen. Das ist das einzige Bergdorf in der Region Hannover. Bergdorf? 160 Meter hoch. Oh ja, da lacht der Harzer natürlich drüber, aber der Ostfriese staunt. Und das Coole ist, Charlotte ist vom Hörfunk, von NDR Info und ich bin vom Fernsehen und wir sind zusammen hierher gekommen. Warum eigentlich nochmal? Für die Aktion Wünsch dir dein NDR. Weil die Bürger sich nämlich bei uns gemeldet haben, die hier leben, weil sie ihr altes Schulgebäude retten wollen. Ne? Und wie die das machen wollen, das finden wir jetzt raus. Genau. 1976 haben hier das letzte Mal Kinder die Schulbank gedrückt. 121 Jahre Paukertradition am Ende? Nicht ganz. Hier setzen sich alle dafür ein, dass zumindest das Gebäude erhalten bleibt. Die Kleinsten vom Hobbyhorsing-Verein, so sagt man heute zu Steckenpferdreiten. Die Teenager von der Jugendfeuerwehr. Und die Erwachsenen im Förderverein und sogar die Künstler aus der Region. Alle ziehen an einem Strang. Sie drei sind in gewisser Weise schuld, dass wir hier sind, ne? Ganz genau. Und Frau Postras, Sie sind ja die Bürgermeisterin hier. Und Sie haben das alles mal angefangen, ne? Ja, mit dem Arbeitskreis, weil man uns die Schule oder das Schulgebäude hier eigentlich abreißen wollte. Und unsere Dorfmitte wollten wir auf jeden Fall erhalten. Was haben Sie gedacht, als dann auf einmal die Einladung auf den Tisch flatterte? Juhu! Eine wirklich große Begeisterung. Und deswegen, wir sind alle stolz, dass er das gemacht hat. Ne? Und dass ich freue mich so hier zu sein und dass wir so eine aktive Dorfgemeinschaft haben, das ist schon ungewöhnlich. Das heißt, das ist auf seinem Mist gewachsen? Jawohl. Ich finde, Herr Kiezler verdient einen großen Applaus. Es geht ja um dieses Schulgebäude hinter uns. Das ist von 1855. Und vor ein paar Jahren hat die Stadt Springe, hier, zu der Sie gehören, gesagt, wir wollen das eigentlich verkaufen. Genau. Und das wäre für unser Dorf eine Katastrophe gewesen. Denn diese alte Schule bietet jetzt ein Zuhause für die Amateurtheatergruppe Bergbühne und für unser Jugendtreff Weltall. So, und das müssen wir unbedingt erhalten. Es würde wirklich ein Teil der Dorfaktivitäten wirklich wegfallen. Und da hat man ein großes Problem. Und dass Sie aktiv sind, merkt man ja sehr, weil Sie haben mit Ihrem Förderverein schon richtig viel Geld zusammengesammelt. Und vor allem durch eine Aktion, Frau Ostermann-Hauen. Das ist Ihre Aktion, genau. Was genau haben Sie gemacht? 2013 hatte ich die Idee, den Leuten zu sagen, bevor sie zum Sperrmüll fahren, sollen sie doch bei mir anhalten zu Hause und mir die Sachen abliefern. Und ich verkaufe das bei eBay. Bücher, Schallplatten, alles, Geschirr, Fahrrad, sonst was. Und damit haben wir nun schon 45.000 Euro eingenommen und darauf bin ich ganz stolz. Wir müssen nochmal wiederholen, 45.000 Euro haben Sie eingenommen mit dem Verkauf von Dingen bei eBay. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. So, wir wollen noch ein bisschen hier kennenlernen, oder die Menschen kennenlernen, was hier so im Ort passiert. Führen Sie uns doch mal hier auf dem Platz rum und zeigen. Genau, Gertrud Simonsen ist hier. Und sind Sie die Dorfälteste hier? Na, die Dorfälteste weiß ich nicht, ob ich das bin. Aber ich bin jedenfalls vom Schulischen her wohl die Älteste. Ja. Ah. Wir dürfen es ja vielleicht verraten, auch wenn man das Alter einer Dame nicht preisgibt. Aber ich glaube, Sie sind stolze 92. 92? Ja. Und also auf diesem ich Foto? Bin 35 hier zur Schule gekommen und das bin ich. Ah. Ein Kisses Luder. Verrückt. In welcher Klasse waren Sie da? Zweite. Zweite Grundschulklasse. Und die Schule war ja einklassig. Und immer eine Reihe war eine Schulklasse. Und so waren es 8 Reihen, mehr gab es nicht. Und jetzt ist ja die alte Schule quasi das Herz von Lüdersen, oder? Ja, ist es doch. Mit der Kirche hier zusammen, nicht? Das ist schon schön hier. Vielen Dank. Sie waren auch ein Schulkind hier an der Schule? Ja, ich habe hier noch das Foto mit der alten Holzbank. Cool, das halten wir hier nochmal rein. Und welche Erinnerungen haben Sie an die Schulzeit damals? Also die 4 Jahre waren schön, weil man hat hier im Dorf gewohnt, man konnte zu Fuß mal schnell hinlaufen. Wir waren ja sehr viele Schüler durch die Flüchtlinge, waren ja dann über 2000 Einwohner. Und ich weiß, ich sollte eigentlich 45 eingeschult werden und das ging nicht, weil zu viele Schüler da waren. Dies ist noch wirklich so eine Gemeinschaft hier.
Und was für eine. Wie heißt es so schön? Mit den Lüdersener kannst du Pferde stehlen oder Häuser sanieren. Hilfe, herzlich willkommen. Ja. Und wir würden uns noch wünschen, natürlich Mitglieder für den Förderverein. Ich habe hier zwischendurch schon mal Mitgliedsbeiträge, ja. Beitrittserklärungen ausgelegt. Ja, dann wünschen wir Ihnen weiter viel Erfolg. Wir haben ja auch schon gehört, die Stadt Springer hat im Prinzip gesagt, das steht nicht mehr zum Verkauf, die Schule. Ne? Also, dass die Schule im Prinzip gerettet ist und damit das Gemeindezentrum, weil Sie hier alle mitgeholfen haben. Ja, genau, so ist es. Ja. Ja, dann können wir guten Gewissens nach Hause fahren. Ne? Absolut, ja. Und wir waren mal in Lüdersen. Ja. Gut geholfen. Wir haben uns ein bisschen was auf den Weg gebracht. Und ich denke, dass es auch noch nachhaltig für uns Gelder und Mitglieder im Förderverein bringt. Ja. Einen nachhaltigen Applaus für uns alle hier. Ja.